Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Witwenmine. Widow's mine. Never really, gone in before. I've gone in. Might be some thievers in there. Keep your eyes open. Thievers klingt nach Banditen. This wasn't a random storm. This was war. And miasma was the weapon. Ja, ist auch mein Verdacht. So why are these screens on? Not picking up any life readings. This place is dead. Thievers, did you guys hear a word I said? Kantinenkarte am Anfang. Someone marched through here, shooting miasma out of their glove. Ah, na was sehen in meine Augen da drinne? Eine Kiste. Kantinenkarte, ganz wichtig. Unser Gast Weiß ist dieses Mal über das Ziel hinausgeschossen und hat dem Boss falsche Munition verkauft. Jetzt können wir mit ihm machen, was wir wollen. Biko hat ihn im Scheißhaus eingesperrt, aber nichts mitgebracht, um den Code aufzuschreiben. Der Dummkopf hat Kugeln verwendet, um eine nahegelegene Wand zu markieren. Hat Weiß auch ziemlich mitgenommen, wie ich gehört habe. Okay. Today is my lucky day. Entmenschlicher, zusätzliche kritische Chance gegen Menschen. Das kriegt sie. Immer die Kretschungs. Voll rein die Kretschungs. Und wir nehmen die Reichweite wieder. Hey, Brando! Oh, we're talking about a Deus Ex Machina. Elvis! That you? Elvis! Um eine nahegelegene Wand zu markieren. Ich sehe es nicht. Abmelden. Quotas met and exceeded. This is who the family sends. They're collectors. Just damn the family to hell. Loyal workers are just insects to them, a row in a spreadsheet to be erased. I hear the editors outside. They're cutting through the door to the control room. God help us all. Signing. Oh nice, neue Glasflasche. So, aber jetzt habe ich auch noch nicht herausgefunden, wo hier der Code irgendwo markiert ist. Und ich kann noch nicht mit ihm sprechen. Eine nahegelegene Wand. Naja, der wird da ja irgendwie die Zahlenkombination hingeschossen haben, wahrscheinlich. Frage ist nur, wo? Hier macht halt Sinn. Hier braucht das Pad. Oder obendrauf halt. Kommen sie ja von da.
Wieso haben wir denn hier so viel Leitern, sag mal? Das ist derselbe Raum. Also ich sehe es noch nicht. Wenn der Typ das überhaupt ist. Naja gut, die Kantinenkarte haben wir ja auch noch nicht. Deswegen, Guys, hold on. I feel like someone's watching us. How much for that robot? Not for sale, redneck. Whoa, 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 you made it talk! Well, I really want it now. We're not bringing trouble. Just passing through. You didn't answer the question, Tony. How much for the robot? You couldn't afford me, sweet tits. Now back off. Well, we ain't got money, so we'll just take the robot. Plus your gear. Okay. Storm's coming. Okay, das ging nur auf einen, dann machen wir, da lade ich doch direkt, das ist ja gar keine Frage, ne? Das ist ja gar keine Frage. Er hat nicht im Kampf gespeichert? Krass. Speichert doch immer, sonst. Okay. Ja, ich glaube, wir laufen mitten in einen Hinterhalt und die wollen uns einen Roboter kaufen. Oh Mann, wer hätte es gedacht? Ich hab recht. Jetzt kann ich doch speichern. Ja, dann machen wir mal einen neuen Speicherstand. Kann ich hier mal wieder laden, wenn ich Dinge ausprobieren möchte. Da ist sie nicht geschützt. Der Blaster von denen ist okay. Den sehe ich ja nicht mal. Okay, pass auf. Die drei werden getroffen. Ich denke, das kann man mal machen. Da ich den anderen Typen auch gar nicht sehe, schauen wir mal, wie das ausschaut. So, und die sind alle immun. Schade. Sie kommt da noch nicht hin. Ich glaube, da bin ich ziemlich von ihr nicht sicher.
will ich die rausnehmen. Ich versuch's von hier. Aber mit einem ganz normalen Schuss. Gut. Wow. Die beklauen mich? Die beklauen mich? Alles klar. Ich meine, gut, dieser Disc ist natürlich absolut geil, theoretisch betrachtet. Weil ich kann den da hinten treffen. Das ist schon bekloppt. Das machen wir jetzt mal. Habe ich noch eine Granate? Oh ja. Die trifft nur einen von denen. So, sprinten und schießen. Ich habe eine Idee. Wenn ihr euren Höhenvorteil unbedingt aufgeben wollt, ne, ist das ja nicht mein Problem. Ja. Kann ich mich rausbewegen aus Overwatch? Nein. Okay. Wieder was gelernt. Thanks for that. Where do the bullets go? Super Glückstreffer, nice. Ich weiß nicht, ob die auf die Fässer schießen. Ach du Scheiße, was sind denn das für Granaten? Ja, er musste mal treffen. Ah, der Blaster geht mir auf den Sack. Der muss unbedingt einen Säureschuss abkriegen. Aber ich kann das nicht riskieren. Festge...
Bissen wie ein Blutegel. Ja, ich muss, ne? Ich muss. Ich muss da was wegnehmen. Das sind nur noch die beiden. So. Sie muss nachladen und hat kein Ziel im Visier. Wow. Du musst das überleben, Elvis. Du musst das überleben. Muss er auch noch nachladen. Tackeln kann ich nicht. Machen wir Druck. Vielleicht können wir irgendwie distracten oder so. Er geht runter. Und er tötet Elvis. Kriegt das Tackle jetzt mal hin. How do we get out of here? Ja, aber interessant. Gegenstände erforderlich. All right, listen up. The following items are needed for camp. Reward will be paid for A. Paper, books, towels. Anything I can wipe my ass on that ain't razor grass or stink leaves, all right? B. Drugs, pills. Whatever's going. Look, I don't care if I grow a pair of titties or not. I just want to get high and then kill stuff. And C, energy cells. I can't wipe my ass or get high in the dark now, can I? Gottes Willen, ey, das sind Probleme. Ja, wenn man sich erst einmal das Arschloch mit viellagigem Toilettenpapier abgewischt hat, nehme ich auch nie wieder was anderes. Dieses raue Recyclingpapier, um Gottes Willen. Brenner, fügt 3 Runden lang 30 Feuerschaden hinzu. Miasma-Chips kann in Bildschirmgrippe zu Miasma-Kräften hinzugefügt werden. Du hast ein Miasma-Chip erhalten. Du kannst Miasma-Kräfte in Bildschirmgruppe mit Fähigkeiten erweitern, indem du eine Miasma-Kraft wählst und dann auf Anpassen klickst. Rote Chips dienen im Angriff und passen nur in rote. Blaue dienen der Unterstützung, passen nur in blaue. Nice. Klassisch. Bams. Nicht nur Elektro, sondern auch jetzt Feuer. Geil. Napalm Death Can. Feuerschaden in einem Wirkungsbereich. Ein wirksamer Mix an flammbaren Chemikalien, der sich bei Aufprall entzündet und hartnäckig an Oberflächen, besonders am Fleisch, haften bleibt. Nützlich, um Gegner vorzujagen, die hinter starker Deckung stecken, oder um Kreaturen zusätzlichen Schaden zuzufügen, die besonders empfindlich gegen Feuer sind. Okay.
Wir haben ja jetzt schon ein bisschen Auswahl von Gegenständen. Was haben wir denn hier oben? Da geht es auch zur Mission. Ich will aber erstmal hier unten weiter gucken. Irgendwas vergessen haben. Ich hasse es, wenn man in solchen Spielen irgendwas vergisst. Da soll ich auch lang gehen? Oder ist das der normale Weg? Die Gerüstkarte. Gegners! Und nicht zu wenige. Wollen wir direkt mal speichern. So. Oh, ich muss hier lang. Das wollen wir natürlich noch nicht. Wo geht's denn hier hin? Weil hier hat er mich eben auch lang geschickt. Terminal. Oh, first family terminal. And it's working. Triple encrypted digs. Sneeze near that thing and it'll turn you inside out. I'll take a stab. Erstmal Analyse 004. Interface. Accessing. Interface. Project Immortus led by Dr. Jellica Zen. Clarify. Quark gluon plasma applied to miasma. Burn to 9.8 trillion degrees. Result. Unable to destroy miasma. Failure. Continue. Miasma placed in copper cryostat chamber. Chilled to 7 millikelvins. Result. Unable to destroy miasma. Failure. Okay. Projekt Neptune. Interface. Accessing. Interface. Family Mine, Audio Log 065. Hello? Hello? Jimmy, you told me this was the hotline of the family. Well, is it? Shit. Listen, hello? This is a foreman. We're in trouble. We got 20, 25 editors breaking through the homage gate like it's paper and... Wait, Armadi's with them? Hey, we need help here. We need... Interessant. Interface. Denied. Emergency override. First factory access log. Clarify. Tobias Zen transfers factory access codes to Quendel Zen. Continue. Tobias Zen deceased. Quendel Zen reconfigures factory access codes. Continue. Quendel Zen reinforces gamma locks with personal crypto link. Family access denied. Interface. Denied. Emergency override. File corrupted. Records erased. Wieso sich freut darüber? Whoa. You understand any of that? Not really. Let's keep moving. Die Kantinenkarte. Eine leichtfettige Firmenzugangskarte mit einem eingebackenen, schwachen Aroma von gekochtem Essen. Das Problem ist, wir haben auch jetzt immer noch nicht die... den Code für unseren Helden da hinten. Man, haben wir hier irgendwas gesehen? Ich meine, hier waren immerhin die Freaks. Der einzige Code, den wir eben hatten, war 065. Von dem Terminal. Den können wir ja gerne mal ausprobieren. Hätte ja klappen können. So, die Kantinenkarte haben wir aber. Das ist ja auch schon mal was. Plastik. Was haben wir hier Leckeres? Ein Scharfschützengewehr. Level 1. Fügt 20 Kritschungs nahe der maximalen Reichweite hinzu. Schießt mega weit. Ja, ich würde mal behaupten, ich denke, das macht Sinn, ihr das auch noch zu geben. Tatsächlich.
Es schießt weiter, es macht nicht ganz so viel Schaden. Das lautlose Ding macht tatsächlich richtig krass Damage. Ja, schade. Keine Ahnung, was mit dem Typen hier ist. Achso, ich muss hier lang. Ich habe jetzt noch nichts gefunden. Denied. Records erased. Gerüstkarte, okay. So, jetzt nochmal speichern. Moving ahead. So. Da komme ich nicht hoch. Some bastards waltzed in here and just shut up the place. Look like townies. Stupid townies in their shithole town. They hate our freedom. Always have. Well, they want a killer hillbilly. They got one. Call the boys. Cuz he's all. Was passiert denn? Oh. Was passiert denn, wenn ich den jetzt erschieße? Und der da liegt. Treffe ich nicht, ne? Vielleicht, wenn er da vorne steht. Da ist ein Blaster. Nice. Jetzt kann ich darüber. Zum Beispiel mal gucken, ob wir hier drin irgendwas haben. Haben wir aber nicht. Jetzt kann ich nämlich hier rüber. Gucken, was hier so rumliegt. Die Hexe. Facility integrity has been compromised. I repeat, facility integrity has been compromised. She's tearing through our defenses. We'll send more collectors. We're not going to be able to hold out much longer. The witch is outside the blast doors. No, no, no! I can explain. Stop! Was ein Schrei.
noises. Ich bin auf einer erhöhten Position, demnach müsste ich sie da töten können. Ich bin zu dicht dran. Ich bin zu dicht dran, Scheiße. Sie sieht ihn nicht. Das ist doch, wenn man da runter geht, ne? Wieso sehe ich den denn nicht? Ziehen wir mal schnell auf. Ich denke, dann bleibt er auch da, ne? Ja, und er geht so dicht dran, wie es geht. Und kann dann noch jemanden umrennen. So, die Rüstung vernichtet. Habe ich hier keine volle Deckung? Das ist ja schade. Nicht mal das ist volle Deckung? Das ist ja schade. Yeah, yeah, yeah. Come on. Done. Don't get up! Or I'll freaking kill you again. Got it! Das gibt's doch gar nicht, das ist doch Beschiss. Der absolute Beschiss ist das. I'm assuming you're not dead. You saved my skin. Ich habe hier leider keine volle Deckung. Es regt mich richtig auf. Kann sie damit auf Fässer schießen? Ja, kann sie. Ah.
Ist okay. Die Gerüstkarte. Eine langweilige und generische graue Schlüsselkarte im Pferdestil. Keine von diesen exotischen roten, blauen oder gelben Karten, wie sie auf Phobos verwendet werden. Auf einer Seite steht Grubenbeobachtungsgerüste aufgedruckt. Aber wo muss ich denn jetzt hin hier? Ach, da hinten geht's noch weiter. Na gut, wir können ja erstmal da oben rein, ne? Mendacium. Eines Tages kreierte ein Genie eine Währung, die darauf basiert, wie viel Strom man benötigt. Die Kryptowährung Mendacium war geboren. Der Trend hielt mehrere Jahre an, bis jemand schließlich die Passwörter für den Hauptserver verlor, wodurch Mendacium völlig wertlos wurde. So, Berge den Datenträger haben wir immer noch. Diese Gesundheitsgeschichte gefällt mir nicht. Wir haben auch noch kaum noch Medipods. Ja, hier geht's weiter. Beim nächsten Mal. Macht's gut.